Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und nein, das ist leider muss man dazu sagen, kein Clickbait. Und später werde ich dir im Video auch noch dazu sagen, warum das tatsächlich gar nicht mal so schlimm ist, dass mir was geklaut wurde. Wir werden heute meine Werkstatt ein bisschen einbruchssicherer machen. Und ich werde euch alles so ein bisschen schildern, warum es so vielleicht passiert ist und warum alles so halt eben ist, wie es ist. Darum soll es heute gehen. Also, Werkstatt wird jetzt richtig einbruchssicher gemacht, was es davor nämlich nicht so wirklich war, aber darum soll es heute halt eben gehen. Bleibt unbedingt, wie gesagt, am Video dran. Am Schluss werde ich euch sagen, warum es nicht so schlimm ist, wenn mal was geklaut wird oder wenn irgendwas Blödes passiert, weil das hat tatsächlich zeitlich ziemlich gut gepasst, aber dazu am Schluss mehr. Also, meine Werkstatt. Das ist so diese Räumlichkeit, die ihr jetzt schon immer gesehen habt. Und ihr habt euch vielleicht schon immer mal gefragt, was hat es denn da hinten mit dem Tor auf sich? Das ist relativ simpel erklärt. Die Werkstatt würde theoretisch hinten noch weiterlaufen, aber ich habe nur hier dieses Stück gemietet. Nebendran ist mein Vermieter, ein super Typ, mega sympathisch und bin ich auch echt happy, dass ich bei dem gelandet bin. Denn ich hatte ja früher große Angst, bevor ich hier in die Werkstatt gezogen bin, wie das alles halt eben so abläuft. Und so wie es halt eben jetzt ist, ist es richtig gut. Und hinten dieses Tor war bestimmt ein Jahr lang nicht so wirklich verschlossen, weil ich wusste halt, mein Vermieter ist hinten dran. Das ist alles okay, das passt soweit. Und wissen Leuten vertraut man da doch eben einfach. Jetzt ist allerdings so, mein Vermieter ist nicht so wirklich oft in seiner Werkstatt. Jetzt war es halt eben so, dass hier noch Wohnungen frei geworden sind und da waren halt eben Arbeiter, die dann teilweise in der Werkstatt so ein bisschen was gewerkelt haben. Die haben für meinen Vermieter ein bisschen was gemacht. Was genau die da gemacht haben, kann ich euch nicht genau sagen, war mir auch tatsächlich ernsthaft egal. An dem Punkt habe ich mich aber dazu entschieden, okay, komm, ich mache die Tür mal so zu, dass man da ohne weiteres nicht mehr reinkommt, weil die Türe war tatsächlich die ganze Zeit offen, dass man hätte einfach reingehen können. Und da habe ich nicht einmal so an das schlechte Menschen gedacht. Ich habe die einfach nur zugemacht, dass nicht jemand mal sagt, okay, komm, ich muss eine Leiste zuschneiden, ich gehe einfach in die Werkstatt, schneide was zu. Und wie es der Zufall halt eben will, vergisst halt irgendjemand, der die Werkstatt hier nicht kennt, irgendeine Maschine auszumachen, irgendeine Maschine auszustöpseln oder was auch immer und dann kugelt das alles hier ab. Deswegen habe ich mich irgendwie vor einem halben Jahr dazu halt eben entschieden, ich mache da einfach eine Kette dran, dass man ohne weiteres so nicht in die Werkstatt reinkommen kann. Jetzt war ich vor ein paar Wochen kurz im Urlaub und bin dann zurückgekommen, habe alles für einen Drechselkurs vorbereitet und habe mir dann oben die Kette angesehen und hab dann halt eben gesehen, die wurde durchgeschnitten. Da habe ich natürlich erstmal in der Werkstatt geschaut, ist irgendwas abhanden gekommen. Die Kamera war da, die ganzen teuren Maschinen sind da, also so Handgeräte waren größtenteils tatsächlich noch da. Und deswegen war das für mich jetzt tatsächlich nicht so das große Problem. Ich habe mal gedacht, okay, komm, vielleicht hat einfach nur ein dummes Zeug im Kopf gehabt. Okay. Der hätte wohl besser die Holzplatte geklaut, die sind ja viel mehr wert. Arschlöcher. Hier seht ihr eine Kette. Und die wurde halt eben einfach in der Mitte durchgepetzt. Die wurde nämlich vorher von uns einfach oben durch diese Ringöse durchgeführt, damit man halt eben die Tür nicht mehr aufbekommt. Und ja, schnipp schnapp war das Kettenglied ab. Die Kette ist ab. Jetzt werden wir uns darum kümmern, dass hier nie mehr jemand diese Tür öffnen kann. Ja, genau. Ohne größere Gewalteinwirkung, ne? Damit geht's jetzt los. Alles ist fertig, ich habe jetzt alles zugemacht. Zweimal wurde das hier direkt an der Tür verschweißt und einmal oben mit dem Rahmen, sodass man das wirklich nicht mehr ohne weiteres öffnen kann. Und das Ganze ist auch so wirklich vollkommen ausreichend jetzt. Aber ich habe euch ja noch gar nicht gesagt, was mir entwendet wurde. Vielleicht können sich ja noch ein paar von euch hier an dieses Regal erinnern. Das habe ich damals in meiner alten Werkstatt noch gebaut. Ganz stolz aus MDF, mit grüner Farbe natürlich bepinselt, wie sich das halt eben gehört. Und das war nämlich damals ein Regal für meine Akkuschrauber. Die habe ich mir damals gekauft. Da war ich noch echt jung. Das ist richtig lange her. Fokus funktioniert. Und jetzt ist nur noch der hier übrig, denn der Schlagschrauber ist weg. Tatsächlich bin ich eigentlich in Anführungszeichen glücklich, dass nur der Akkuschrauber weg ist, aber auch so ein bisschen verwirrt,
denn anscheinend ist hier dann jemand eingestiegen, der irgendwie gedacht hat, okay, bei einem IKEA-Regal ist vielleicht ein Akkuschrauber dabei, aber anscheinend ja doch nicht. Und deswegen müssen wir uns da ein bisschen anders behelfen und klauen einfach von der Werkstatt hier den Akkuschrauber. Weil das sieht halt nicht so aus, als wenn jemand hier reingegangen wäre und hätte nur den Akkuschrauber mitgeholt. Oben drüber liegt direkt meine Kamera. Da bin ich froh, dass die halt eben nicht weg ist. In einem Regal nebendran liegen weitere Werkzeuge, wie eine Oberfräse und anderes Zeug. Und ja, bin ich froh, dass das halt eben auch nicht weg ist. Aber ich bin trotzdem ein bisschen traurig, denn das war halt eben eins von den Werkzeugen, was ich mir ziemlich am Anfang gekauft habe. Und das war so eine Erleichterung. Und jetzt muss ich mir wieder einen neuen kaufen. Super, super ärgerlich. Aber tatsächlich ist das immer noch nicht der Grund, warum es sich da nicht drüben lohnt, sich aufzuregen. Habe ich einen Sprachfehler. Für euch zum zeitlichen Verständnis, das Ganze ist passiert. Und eine Woche vorher hat mich jemand gefragt, ob er vorbeikommen kann und ich ihm zeigen kann, wie meine Urne drechselt. Und in der Zeit in etwa ist mir das aufgefallen, dass halt eben das hinten geknackt wurde. Und ein paar Tage später ist mir aufgefallen, dass der Akkuschrauber weg ist. Und als halt der Florian gekommen ist, dem habe ich geholfen, diese Urne zu drechseln. Da ist mir eigentlich mal aufgefallen, das ist eigentlich nicht so schlimm, dass dieser Akkuschrauber jetzt weg ist, weil ihr hört schon, wir haben eine Urne gedrechselt und das ist eine Sache, wo man sagen kann, denke ich, dass das wirklich schlimm ist und es sich halt nicht lohnt, darüber aufzuregen, wenn so ein blöder Akkuschrauber weg ist. Hoffentlich, oder in Anführungszeichen hoffentlich, wahrscheinlich wird die Person, die das Ding geklaut hat, wahrscheinlich eh so blöd sein, wenn man was schraubt, mit dem Schrauber dann abrutschen und sich schön ein Loch durch den Daumen hauen. Karma is a bitch und wahrscheinlich auch in dem Fall so. Die ist echt riesig, ne? Ja. Die anderen sind doch bestimmt nur so hoch, ne? Ja, 26. Das wollte ich an der Stelle nur sagen. Es gibt schlimmere Sachen, wie als so ein Werkzeug, was halt vielleicht kaputt geht oder was halt eben geklaut wird. Und das ist mir an dem Tag nochmal ganz klar bewusst geworden, als wir halt eben zusammen diese Urne gedrechselt haben, weil das war halt wirklich alles viel zu früh, als wir das gemacht haben. Und sehr, sehr schade. Und das ist wirklich schlimm. Aber so ein Akkuschrauber, der weg ist, ist nicht schlimm. Das wollte ich an der Stelle nur mal sagen. Mir ist auch bewusst, ich kenne ein paar oder ich habe ein paar Bekannte, die haben zum Beispiel einen Gartenlandschaftsbauservice. Denen wurde auch die komplette Bude ausgeräumt. Das ist dann wirklich ein Stückchen ärgerlicher als so ein Akkuschrauber, der weg ist. Ich bin ja hier noch relativ glimpflich davon gekommen, aber ich bin echt teilweise ein bisschen verwundert, was es für Vollpappnasen gibt, die dann wirklich so was knacken. Und ganz komisch, alles ganz, ganz komisch. Ihr habt ja ein paar Ausschnitte gesehen, als wir die Urne gedrechselt haben. Das soll auch so ein bisschen das Schlusswort gewesen sein. Behaltet euch das Video hier vielleicht so ein bisschen persönlich im Hinterkopf. Oder wenn ihr in 2, 3 Jahren vielleicht mal auf eine Situation stoßt, wo ihr halt merkt, boah, ist das alles einfach so scheiße. Dann erinnert euch vielleicht einfach an dieses Video, dass es eigentlich in den meisten Fällen sich nicht lohnt, aufzuregen. Meistens kostet es eigentlich nur Geld, aber was ist dann in dem Fall schon Geld, wenn es dann wirklich um was Ernstes geht? Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob euch mal was entwendet wurde. Und genau, ich hoffe, dass ich vielleicht ein paar da draußen auch weiterhelfen konnte, die sich vielleicht so ein bisschen aufgeregt haben. Weil es ist ja auch nicht so, dass ich mich nicht aufrege. Ich merke dann immer bei solchen Sachen, dass ich dann 2 Tage lang den Puls hier unterm Kinn habe und halt echt Feuer speien könnt. Und genau, das ist, glaube ich, Akkuschrauber-Verlustbewältigung oder wie man es nennen möchte. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Es ist, wie es ist. Jetzt habe ich keinen Akkuschrauber mehr. Aber davon geht die Welt nicht unter. Hier seht ihr jetzt noch 2 weitere Videos und bis zum nächsten Video wünsche ich euch allen einen ganz tollen Tag. Ciao.